Chaturstambhasana, eine Übung zur Entwicklung der Flexibilität in den Hüften und in den Knien, eine Übung zur Beruhigung des Verdauungsfeuers. Svenja zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend, gib einen Fuß unter das eine Knie und den anderen Fuß über das andere Knie. Die Unterschenkel sind vorübereinander. Diese Stellung heißt auch Agnistambhasana, oft übersetzt als Feuerholzstellung, aber wörtlich heißt es die Stellung zur Beruhigung, Stamba von Agni, dem Verdauungsfeuer. Von hier ausgehend gib jetzt die Unterarme vor die Schienbeine und so lege dich nach vorne und gib den Kopf weiter nach vorne. Die Stellung ist jetzt eine Stellung, die sehr intensiv die Hüften dehnt und auch die Knie dehnt. Der Ausdruck Chaturstambhasana ist nicht ganz klar, wo er herkommt. Stamba heißt Feuerholz, Stamba heißt Beruhigung, Festigkeit und Chatush heißt vier, weshalb diese Übung gerne als die vier Feuerscheidstellung bezeichnet wird. So sind die Unterschenkel und die Unterarme voreinander wie vier Holzscheite. Allerdings scheint es vom Sanskrit her nicht so zu sein. Und so lässt man diese Stellung eigentlich besser unübersetzt und nennt sie einfach Chaturstambhasana. Wenn du mehr wissen willst über dieses und andere Asanas, findest du alles auf wiki.yoga-vidya.de.